So ein Don muss ja extrem wichtig sein, wenn sogar ein First Class Soldier wie Zack auf ihn gehetzt wird. Tja, ist halt normal. Ein Don zieht in die Ebene. Uns erreicht neue Informationen, die besagen, dass Don Corneo einen Schatz in einer Ebene vergraben hat. Er selber oder hat er wen beauftragt? Stelle den Schatz sicher, um seine exzessive Macht einzudämmen. Und der Rest darf behalten werden. In einer Ebene. Ich frage mich eigentlich, wie kommt man an solche Informationen? Ich meine, das ist ein Mafiosi, der wird schon seine Hände überall im Spiel haben. Hey, Bienen! Und ein Zerstörer. Oh, die Riesenherrnissen sind das. Soweit ich weiß, sind die ziemlich krass drauf. Ich rufe! Na, wer wird heute gesammelt? Ich sammeln? Keiner. Schade. Aber ich bin eine Doppel-2. So darf ich mich mal ein bisschen hier schützen. Danke sehr. Und der mit der Magieschlag sollte es hier. Achtung, Flair! Schicks dahingehen. Diese Riesenhornissen sollten eigentlich nicht so viel aushalten. Dieses Feuka kann ich mal. So. Magieschlag. Entschuldigung. Ich bin noch immer im Hammerschlag-Modus. Im Hammerschlag-Modus. Ja, das nennt man nicht so. Jetzt hört er auf, dahin zu schlagen. Dieser Bombay. Der geht mir ein bisschen auf den Keks. Ja, ich habe vergessen, die Schwarzkunst rauszutun für meinen Sub-Beater. Der Sub-Spirit. Naja, nicht so schlimm. Hups! Diese Bienen oder Hornissen, die hauen ganz schön rein. Boing! Und die halten auch ordentlich aus. Boing! Die normal zu besiegen ist ein Unternehmen, das würde etwas länger dauern. Sehr lange. Ah, der BW? Ist doch da? Schokopomodus! Kein Sif! Warum nicht? Immer eine Doppel-7 dabei. Löwenmut, Stufe 4! Alles geblockt. Alles wird aktiv. Das heißt, Unverwundbarkeit, Magie-Unverwundbarkeit, physische Unverwundbarkeit, MP-frei, AP-frei, Regener. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Also, hau rein! Mit 21.000 Schaden, ja, das ist... geht so. Wenn man halt nicht Sub-Spirit mit hat, dann ist es halt ein bisschen wenig. So, darf ich mich jetzt verziehen? Während ich hier noch immer alle Residenzen habe? Ja. Ah, super. Residenzen sind weg. Und der Bomber auch. Der hat sich wahrscheinlich schon in Luft aufgelöst. Oder in Luft gejagt? Es geht irgendwie beides hier. So, Schwarzkunst wieder raus und Subspiriga wieder rein. Am besten eines, was nicht fertig ist. So. Warum? Weil daraus kann man ein besseres Subspiriga machen mit noch mehr MP. Ist doch klar. So, wo ist hier der Gegner? Moment, hier, ich bin hier an der Ecke. Huch. Okay. Passiert. Ich dachte mir schon, wo ist hier der Gegner? An der Ecke wird er wohl nicht sein. Okay, lasst mal sehen. Ah, da hinten. Es sind Hornissen. Ich nenne es immer Bienen, dabei sind es Hornissen. Ja, ich hab's kapiert. Hat aber etwas länger gedauert. So, Achtung von den Triebfeuer, wie immer. Schön MP abziehen, den Bomber. Ich frage mich gerade, ob diese Hornissen auch MP haben. Auf jeden Fall entziehen sie einen MP und gar nicht wenig. Das heißt, Suspirica ist ja schlecht. Es sei denn, ihr wollt etwas länger kämpfen. So, 83.000 haltet ihr aus. Mal 2, das ist einiges. Das heißt, nach zweimal Magieschlag müssten sie eigentlich tot sein. Also vollen Magieschlag. Mit vollem Schaden. Boah, diesen Bomber, der haut einfach ständig rein. Der nervt. Und wieder ein Summon! Die DPW geht heute wieder mal ab. So mag ich's. Phoenix! Hey! Triple 5! Stufenanstieg! Stark Subfeeder auf Stufe 4! Ein Phoenix-Feeder kann man doch immer gebrauchen, vor allem wenn es gratis ist! Yay! Phoenix-Feeder und Schaden auf alle Gegner! Yay! Richtig geile Sache. Sei nochmals.
Kavika und dann mit Magieschlag nachhelfen. Ich kann auch mit Normalschlag machen, aber nicht auf die Hornisten, das dauert zu lange. Und wieder Doppel 5. Da will jemand, dass ich stark mit der Feuerwehr funktioniere. Ja, freue ich mich wieder. Ups. Aua. Oh, 29.000 Heilung. Gut, dass diese Explosion vom Bomber ein Element hat. Ohne Elementar wäre das sehr böse. Sehr, sehr böse. 5, 3, 1. Donks. So, nur noch ein Gremlin da. Dich besiege ich doch mit Recht. So, hier war sonst... Sieht hier überhaupt nicht so aus, als wären hier Schatzkisten. Das finde ich ein bisschen schade. Naja. Man kann doch nicht alles haben. So, und jetzt nervt ihr mir aber langsam zu sehr, ja. Das Zuren im Weiche hier noch aus. Das Feuer brauche ich nicht ausweichen. Und dann verziehe ich mich. Tschüss. Wow. Beziehungsweise ich versuche es. Da jetzt aber MP frei. Schön. Entkommen passt. So, wo ist der Gegner? Natürlich vor meiner Nase. So. Ohne Gravika würde ich hier nicht reingehen. Oder entweder Magieschlag, Hammerschlag, Verzweiflungsschlag. Geht auch. So. Bisschen MP abziehen und jetzt MP frei. Na, dann zaubern hier mal ein bisschen Gravika und den Magieschlag nicht vergessen. Ah. Mein Limit ist auf niedrig gesetzt. Das macht das Surren von diesen Fannis. Naja. Sie entziehen noch nicht nur MP. Sie machen auch noch meine DPW auf niedrig. Naja. Was will man mehr, ne? Alter. Das mit den MP abziehen, das nervt. Kann ich ja damit bitte aufhören? Das wäre nett. So. Einmal Magieschlag. Die greifen so schnell an, dass es gar nicht leicht mit Magieschlag zu machen. Aber ich bin einmal schon getroffen. So, dann Gravika. Nochmal. Wenn ich hier schön Schaden mache. Oh ja, nochmal. Vielleicht nochmal. Das hat nämlich nicht getroffen, das Gravika. Schön. Wieder nicht. Jetzt aber. Zweimal. Wups. Und dafür sind die ersten Hornis schon mal von dannen. Ein bisschen PP abkriegen. So, mehr. Und wieder. Wieder MP abgezogen bekommen. Ja. Das ist ja voll der MP-Kampf. Wer hat den meisten MP zu bieten? Ja, das Gute ist, dass Subspirica gratis ist. Wenn es eine MP kosten würde, ich würde ausrasten wahrscheinlich. Das wäre nämlich ja, nicht allzu toll. So, wieder MP abgezogen und wieder zack! Ja. Komm schon! Zack! Und nochmal! Bams! Ah, die haben auch kritische Treffer drauf. Also Treffer, die nur kritisch treffen. Sehr böse. Da die DPW gerade ein bisschen niedrig ist, kann ich nicht mit dir rechnen. Ja, das hat zwar ein bisschen verwartet, aber egal. So, Ball nochmal. Zur Sicherheit. Höllenstaffel. Falls ihr keinen Schutz vor Stopp habt, bitte ausweichen. Denn der kann den Zustand Stopp verursachen. Das kennen wir doch schon von diesen Ponys. Bams! Das bist nur noch du damit, Freund. Mein flairiger Freund. Bams! Und besiegt! Dafür gibt es einen Goldbarren. Süß. Einen Goldbarren kann man verkaufen für einiges an Geld. Das mache ich sogar mal. Utensilien bitte sortieren, einkaufen, verkaufen, runterscrollen und den Goldbarren verkaufen für 50.000 Geld. Ja, kann man gebrauchen. Weil ich brauche sowieso noch mein Geld. Moment, ich brauche Schluck zum Trinken. Denn ich will mir irgendwann mal was kaufen. Und dafür brauche ich viel Geld. Sehr viel Geld. Ich habe immer nicht genug, das kann ich euch sagen. So, weiter geht's. Nicht unbezahlbar, sondern Kostbarkeit. Der melancholische Don. Uns erreichte neue Informationen schon wieder. Wir besagen, dass Don Corneo einen Schatz in einer Kohlengrube versteckt hat. Ja, jetzt macht das mehr Sinn. Stelle es den Schatz sicher, um seine exzessive Macht einzunehmen. Der Rest des Textes ist gleich. Wer hat hier eigentlich den Text geschrieben? Dann würde ich mal hier gerne auf die Finger klopfen. Und hier rechts geht es auch entlang. Ich hoffe, das sind mal gute Kisten. Hier schon mal eine mit.
Elektroschock, eine Elektromagie, die die vielleicht besser ist wie Triblitz, gell? Ich bin eher nicht so der Freund von Elektroschock, weil es ist nämlich zufällig, wo der einschlägt. Bei Triblitzker kann man es immerhin steuern. Leicht halt. Das geht nämlich geradeaus. Und Elektroschock ist einfach rundherum. Aber wohin, weiß keiner so genau. Is this the end? I'm trying! So, der Hubschrauber ist schon da und jetzt... Feuer frei! Bams, bams, bam, booms! Oh, 11.000 Schaden, Mann. Hier haben wir ein bisschen Kramiker für euch. Und ein bisschen mehr. Und vielleicht noch etwas mehr. Oh yeah, so Kramiker ist noch immer die Pflichtmagie Nummer 1. Ihr könnt jetzt sagen, was ihr wollt. Ohne Kramiker zu spielen ist einfach nervenzerreißend. Ich habe es mal probiert. Nach ungefähr 50 Missionen hatte ich keine Lust mehr. Circa. Oder waren es 50 Minuten? Ich kann mich nicht entscheiden. Auf jeden Fall nach einer langen Zeit. Haben wir gedacht, warum habe ich nicht Kraviga mitgenommen? Und wieder, Triple 5. Leider ist mein starkes Typ Vita schon fertig. Ich könnte schauen, ob ich da was Neues machen kann, ja. Mache ich dann gleich, ob ich da was Besseres machen kann aus Stuckstags Subita. Man kann sich was Cooles draus machen. Zum Beispiel Stark Subita gar. Ist dann einfach nur besser. Die Stark Subita, ist doch klar. Chocobo-Modus! Oh, Mogri! Der kleine liebe Mogri. Leider kommt er nicht. Leider, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Meine Materie ist zum größten Teil eh schon aufgemastert. Und eine neuere zu machen wäre sehr zeitaufwendig. Ich müsste mit jeder Materie neue Psy machen, neue Cons. Das wäre auch sehr SP aufreibend. Ich glaube, so viel hätte ich nicht mal. So, hier ein weiteres Almondita. Jetzt schaue ich mal. Mein Stark-Subita ist hier fertig. Habe ich das mal raus für kurze Zeit. Und schaue, ob ich irgendwas damit fusionieren kann, was Sinn ergibt. Ein Stark-Subita, das war hier. Was passiert, wenn ich mit Stoppklinge mache? Da kommt Aero-Subita raus. Ja, das ist Springen und Leben abziehen. Sehr interessant. Der Hochsprung. Oh. Stärke plus 74. Alter Schwede. Das ist teuer. Also die SP-Kosten sind... Wow. Na, gehst du zu, Flasche? Aber das würde sich irgendwie auszahlen. Ich weiß nicht. Oder auch nicht. Mal sehen, was passiert denn mit den Ultimas? Aero Subita. Was ist, wenn ich etwas Schwächeres nehme? Sagen wir jetzt Subita gar. Oh, ist ein Subita gar. Kann ich da einen Subspirica machen? Nein, kann ich nicht. Schade. Das wäre cool gewesen. Ein Subspirica mit Stärke. Energie ist Aero Subita. Wirbelattacke ist auch Aero Subita. Stoppklinge hatten wir schon. Schauen wir mal hier bei diesen Verstärkern hier. Er gibt nichts. Vielleicht etwas höher gehen. Aero Subita. Sprint. Stark Subita. Er gibt keinen Sinn. Elementschutz. Stark Subita. Was passiert hier? Auch stark Subita. Sehr interessant, was hier alles rauskommt. Ja, also es ist für meinen Geschmack zu teuer. Noch mehr Stärke brauche ich eigentlich nicht mehr. Eigentlich. Eine Stärke von plus 54 ergibt schon 111 und mehr brauche ich wirklich nicht. Ja. Ich mache doch schon Maximalschaden mit dem Magieschlag und auch mit dem Hammerschlag. Zwar nicht mehr ganz so viel, wenn die MP oder AP-Kosten je nachdem nicht mehr ganz voll sind. Aber sobald das wieder voll ist, mache ich wieder Schaden. Und da der Magieschlag sowieso wieder aufgefüllt wird durch Subspirit, ergibt sich das wieder von selber. Mann,
Darin ist jetzt eine trockene Luft, hey. Oder ich habe einen Kratz im Hals. Von vielen Reden. Das kann auch sein. Ich meine, ich nehme hier schon 3 Stunden am Stück auf. Mindestens. Da darf man doch ein bisschen Kratz im Hals haben, oder? Nö, ist nicht erlaubt! Nein, überhaupt nicht! Oh, ein Vitaka, ein frisches! Ein frisches Vitaka! Hm, kannst dir schenken. Hätte ich es früher bekommen, hätte ich es genommen, aber... Ein frisches jetzt noch? Nein. Moment, habe ich was verpasst? Ich glaube, ich bin in den Boss schon wieder mal entgangen. Aber egal, jetzt habe ich Kiste gefunden. Wieder mal wieder Gewalt. Sehr. Und Graviga. Graviga. Komm schon. Komm schon, ich krieg dich. Ich krieg dich. Beziehungsweise ich krieg euch. Ich krieg euch. Ja, ja, halt mich nur. Halt mich nur mit eurem Feuka. Ich habe noch immer eine Schleife angelegt, ja? Da kann euer Feuka mir nichts anhaben. Es sei denn, es macht den Zustand tot. Wobei ich mir jetzt auch nicht so sicher bin. So, und ich rufe fast Phoenix. Aber immerhin Triple 7. Stufenanstieg auf Stufe 57. Ich sag euch, bis zu 100% werde ich wahrscheinlich 80 werden. Wahrscheinlich. Welche Wahrscheinlichkeit? Tja, das hängt von der DPW selber ab. Das kann ich nicht kontrollieren. Und gut, dass ich den Phoenix wieder dabei habe. Die greift mich so schnell an, so schnell kann ich nicht mehr heilen. Magische Resistenz, super. So, zuerst mal. Könntet ihr bitte aufhören? Okay, wenn sie sich selber zerstören, dann habe ich nichts dagegen. Diese Bomber, ey. Nehmen wir zuerst die Phoenix Feder weg und dann bringen sie sich selber um. Da gibt's nichts hinzuzufügen. So, hier ist eine Kiste mit Hochsprung. So, Potion, Potion reingepfeffert, passt. So, wo bin ich jetzt entlang gegangen? Ja, ich glaube, ich muss links lang. Aber die Höhle hier ist ganz schön groß. Und die Bomber, die greifen so schnell an, dass ich nicht mehr heilen kann. Ich bräuchte hier, wenn schon, den Zustand Radix. Dass ich zaubern könnte, wenn ich angegriffen werde. Aber mein Reflex sagt mir immer, wenn du getroffen wirst, dann weiche aus, verdammt nochmal. Ja, das sagt mein Reflex, das sagt es einfach so. Kann nichts dagegen machen. Ich hatte schon seit ich das Spiel gekauft habe und in die PSP gelegt habe, war es schon immer so. Ich werde getroffen, ich bin ausgewichen. Obwohl das Ausweichen nichts mehr nach den Treffen bringt. Auch wenn ich einen Zustand Radix hatte. Tja, da kann man wohl nichts mehr dagegen machen. Hust, hust. So. Jetzt sehe ich schon meine eigenen Fehler ein. Eieieiei. Heute passieren wieder mal Sachen. So, alle Kisten habe ich anscheinend. Gut, dass ich eine Schleife dabei habe. Ich frage mich gerade, ob da magische Gegner dabei sind, weil es juckt mich hier einen Regenerring anzulegen, aber. Wisst ihr was? Bei diesen Mobolen sind selten Gegner dabei. Also riskiere es. Ein Elfenring reingepfiffen und los geht's! Und ja, er ist alleine. Zum Glück. So, Ball. Dann ein bisschen Herzchen und er hat den extrem schlechten Atem drauf. Natürlich kann man von diesem Mobol auch wieder eine Schleife stehlen. Nur so nebenbei. Graviga, ups! Der Schaden von ihm ist nicht angenehm. 3, 4, 5, 6. Na, diese Gamma-Bull, die halten generell viel aus. So, mein Regener ist nicht schlecht. Darum habe ich es mitgenommen. 6, 7. Ich sag 10 mal. 9, 11. Ah, fast. 11 mal. 9, 9, 9, 9. Das ist einiges. 11 mal 100.000. Das ist eine Million. Falls ich mich gezählt habe. Zack! Ja? 100.200, ja? Das ist eine Million! Dunkler Opal 10 Mal!
Ein Mobol mit 1 Million HP. Sonst geht's euch gut, oder? So, Missionskatalog erweitert. Von diesem geilen Mobol, den ich gerade besiegt habe, kann man auch eine Schleife stehlen. Nur eine Schleife. Nur. Oder vielleicht auch was anderes, aber eher selten. Ah, das ist krass. Ich muss unbedingt mal eine Pause machen hier. Uns erreicht neue Informationen, die besagen, dass Don Corneo einen Schatz in einer Ödnis versteckt hält. In einer Ödnis? In der Wüste? Okay. Das ist die letzte Mission mit den wertvollen, unter Klammer, Sachen. Da muss doch was Gutes hier rausspringen, oder? Ich sag mal so, erwartet nicht zu viel. Hier haben wir schon mal einen... Oh! Oh mein Gott! Oh ja! Ja! Habe ich gerade eben gesagt, man erhält hier Müll? Leute... Kann mir hier irgendjemand bitte Maulkorb geben? Den Kraftanzug! Der ist einfach nur... der Hammer! Wurde auf physische Angriffe optimiert, steht als Beschreibung. Hm. Okay. Jetzt schauen wir mal, was macht er, wenn ich ihn statt der Schleife ausrüste? Haltet euch fest, das ist ein richtig geiler Anzug. Achtung, fertig, los! Es ist ein Anzug, der die TP ein bisschen erhöht, die MP, AP fast runterzieht, aber, erhöht die Stärke und die Counts um 100 Punkte! Ja, dieser Anzug wurde für physische Angriffe optimiert. Der Nachteil ist, die Magie wird auf -50 reduziert, genauso wie die Psy. Das heißt, man hat eine ziemlich krasse Magieschwäche. Und Magie ist gar nicht mehr vorhanden. Obwohl Graviger kratzt das nicht. Das Einzige, was das kratzt, ist vielleicht Subspieriger. Hm. Dieser Anzug ist wirklich sehr geil, wenn man hier noch nicht gute Materie hat. Zum Beispiel Stärke plus Materie, Konst plus Materie. Dann kann man diesen Kraftanzug unter anderem wirklich ausrüsten. Da ich das aber schon habe, rüste ich ihn leider nicht aus. Er ist zwar cool, ja. Er würde meinen Angriff auf 211 Punkte bringen, das wäre... einiges. Ich glaube, der macht ein normaler physischer Angriff, ein ganz normaler, 10.000 bis 20.000 Schaden. Ja, aber ich weiß nicht, ich... Er ist cool, ja. Aber die -50er Psy machen es aus halt. Wenn das nicht wäre, würde ich ihn auf jeden Fall ausrüsten. Statt meinen Elfenring, den ich jetzt hier habe. Aber so, ja. Wenn da ein Gegner kommt mit Feuer und ihr nicht geschützt seid vor feuerelementaren Angriffen, dann könnt ihr damit rechnen, dass ihr durch diesen Feuer, wenn ihr nicht ausweicht, sofort drauf geht. Das ist kein Witz. Es kann ganz normaler Gegner sein. Okay, nicht von den Vorhermissionen, wo es Mittel sind. Eher bei den schweren oder Extremmissionen. Da kann es wirklich vorkommen. Vor allem bei Trifeuer. Oder Blitz, Eis, Flare. Das ganze Zeugs halt. Energie. Jegliche Magie, die total stark ist. Ja. Leider, Kraftanzug, leider hast du es nicht geschafft. It's Let's Play. Aber wir haben ihn gesehen. Und hey, ein Behemoth. Ich frage mich eigentlich, wie dieser Corneo die Schätze hier vergraben lässt. Ich meine, er lässt sicher dafür Leute das machen. Ist ja klar, er ist ja ein Don. Er selber macht das ja nicht. Da frage ich mich schon, wie viel zahlt er eigentlich, wenn er sogar so ein Viech da ist. So, zuerst mal Ball und Moment. Wenn hier ein Kraftanzug ist, dann wäre es sogar hier sehr gut, gegen diesen Humbaba einen Ball zu haben. Immer ein bisschen stark, Subiter. Yay. Ja, heilt fast so viel wie Regena. Kostet aber 16 AP. Also einen Kraftanzug könnte man hier sogar gebrauchen, weil dieser Gegner macht... Obwohl... Doch, wenn er stirbt, macht er eine Magie. Wenn er stirbt... Ich erinnere mich wieder. Das hatten wir schon mal. Triple 7 mit Genesis! Stufe 58. So, hier nochmal stark Subitergab. Ups. Und jetzt Apokalypse, Stufe 5. Show me the true power
of soldier. Mind your own business. Na dann, weg mit ihm. Obwohl, der wird das überleben. Locker. Der hält viel aus. Viel. Jetzt lese ich hier so ein Endboss-Ding. So, dann schauen wir mal. Ist er vor Gravika geschützt? Nein. Gut. Dann hau ich mal ein bisschen rauf. Au! Man bemerke, ich habe Barriere. Und der macht 36.000 Schaden. Okay, das war kritisch, aber trotzdem. Au! Das hat wehgetan. Weißt du das? Das hat wehgetan! Ups! Oh, Radix, cool. Ich sag 15 Mal. 15 Mal Graviger mit 9999999999. Der Energieschub macht halt einen sehr starken physischen Angriff. Ach, eh nicht mehr so viel. Na dann. Plups! Wenn er nicht Schutz vor Graviger hätte, oder andersrum, wär's cool. Und dafür gibt es 10 Heldentrünke. 10 Heldentrünke. Jetzt ernsthaft. Wer braucht das noch? Ich nicht? Ihr? Ja, nein, ich... Nein! Ich nicht! So, jetzt habe ich endlich meinen dritten Haken. Das wird noch etwas länger dauern hier. Ich schaue schon mal, was ich nächstes Mal machen kann. Oh! Na stimmt, die Wutteilkrieg ist schon normal, aber das sollte man nicht unterschätzen da drin. Das ist richtig hart. Versuchsmonster, ja, was ist denn das hier? Eine S-Bar, okay. Das könnte interessant werden, das Hochschullabor, die Waisenakte, ja, das ist eine coole Sache. Dann die Yuffie-Nachrichten, da habe ich schon ewig nicht mehr lange gemacht. Ist auch schon normal. Es wird Zeit, dass ich die normalen Missionen mache, ja. Next Part, alle normalen Missionen, außer vielleicht diese hier. Die dauert einfach so lange. Ja, mal schauen, wie ich sie einrichte. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, Leute. Bis dann und ciao. Ich brauche unbedingt was zu trinken und Pause. Brr.